Wehrmachtssender Gruppe Südost, Sender Belgrad, angeschlossen der Kurzwellensender Lili Marleen. So lautete unsere offizielle Ansage im Jahre 1943, nachdem wir 2 Jahre gesendet hatten. Die Mannschaft des Senders war durch Soldaten und serbische Rundfunkleute verstärkt worden und stolz waren wir, dass wir nun auch durch den Kurzwellensender Semlin in den entferntesten Gegenden zu hören waren. Ja, und in den entferntesten Gegenden war Millionen von Hörern der Klang dieser Stimme vertraut, die Stimme des jungen Belgrader Wachtpostens, die Stimme vom Oberleutnant Karl-Heinz Reinken, der 2 Jahre vorher, wie so schön nüchtern und knapp in den Meldungen hieß, mit 5 Mann den Sender gegründet hatte und dann weiter leitete. Er selber ließ es sich nicht nehmen, selbst die Grüße für die Soldaten und die Heimat allabendlich zu verlesen. Da ließ er ungern einen anderen ans Mikrofon. Überhaupt hätte er am liebsten alles selber gemacht. Das merkte man vor allem in den wöchentlichen Programmsitzungen. Da ging es manchmal doch recht lautstark rund. Und vielleicht war deshalb auch das Karussell des Orchesters Willi Stech zu einer unserer Lieblingsplatten geworden. Natürlich blieb es nicht bei der Stationsansage, sondern unsere Anrede lautete stets danach: Liebe Kameraden, liebe Hörerinnen und liebe Hörer und so weiter und so weiter. Ab 1. Januar 1943 erklang neben Lili Marleen an jedem Abend um 21.40 Uhr ein anderes Lied, das 2 Belgrader Soldaten erdachten. Hans Krause Markgraf schrieb den Text und Friedrich Meyer komponierte das Lied von den Rosen, die nicht im Winter blühen, sondern im Sonnenlicht. Die zarte Stimme von Cary Barnett war bald jedem Hörer bekannt.
Glück und haben mir viel Leid gebracht. Rosen blühen im Winter nicht, blühen im Sommer im Sonnenlicht. Zur Winterruhe deckt nun der Schnee die Erde zu. Wo, nur wo bist du, mein Liebster, du? Doch du wirst wieder bei mir sein, wenn im Sommer, im Sonnenschein, die wilden Hecken blühen, die roten Rosen glühen. Dann, ja, dann bin ich nicht allein. Das war also das neue Abendlied von Friedrich Mayer. 1943 hatte er von Hans-Georg Schütz das Tanzorchester übernommen und es zu einem großen repräsentativen Klangkörper ausgebaut, der nicht nur allen Ansprüchen genügte, sondern die meisten deutschen Sender übertraf, die ja kriegsbedingt nicht mehr über ein so großes Orchester verfügten. Das Überraschendste aber war, dass diese zum Teil ganz ungewohnten sanften Töne bei den Hörern groß ankamen. Vielleicht auch deshalb, weil sie den Kontrast bildeten zu der sonst andernorts allzu stark gerührten Trommel, deren Ton bei uns natürlich auch nicht fehlte, zum Beispiel bei der Musik aus Kurt Hoffmanns Film »Quacks, der Bruchpilot«. Wir wackeln die Wand, wir fliegen und weg und immer verrennen. Ein Flieger hat den Bogen raus.
Mitternacht am Lido. Wer das wohl gewesen ist um Mitternacht am Lido? Ich war ganz alleine und die Nacht war warm. Plötzlich lag mir eine wunderschöne blonde Frau im Arm. Ach, das war eine Seligkeit um Mitternacht am Lido. Es war ein Rausch, wie man ihn nie vergisst. Flüchtig wie der Welle Schaum schwankt der seltsame süße Traum. Wer das wohl gewesen ist, sie hat so bezaubernd geküsst. Wenn man unsere Programme damals durchsah, so tauchte immer wieder der Name einer Sängerin auf, die wir Belgrader ausnahmslos verehrten. Nicht, weil wir sie vom Film her kannten, sondern weil ihre unvergleichliche Stimme uns alle verzauberte, immer und immer wieder. Es war Lissy Waldmüller, deren Stern erst ganz kurz aufgegangen war, als Willi Forst sie für den Film entdeckte. Ich will nicht sein, ja, du
Und nun eine Melodie, die ebenfalls eng mit dem Namen Willi Forst verbunden ist. Ich bin heute ja so verliebt. Wer konnte das nur so bringen wie er? Ja, wir hatten jemand, der das auf seine Art sehr gut machte. Erik Helga, ich bin heute ja so verliebt. Das war Erik Helga. Und wissen Sie, welches Orchester ihn begleitete? Wer in Berlin das berühmte Mokka Efti kannte, der kannte auch das Orchester. Wenn das Orchester spielte, dann wusste man, es war knüppelvoll da. Bringen wir es doch noch einmal auf dieser Plattenseite, das Orchester Adalbert Luther mit einem Hit der 40er Jahre, Barcelona. Thank you.
Vorstellungen in den Kinos waren stets dann ausverkauft, wenn ein Film mit Victor de Kowa gezeigt wurde. Ein Revuefilm, für die deutschen Produzenten eine Neuerung, aber er war ein Kassenschlager erster Ordnung. Das lag nicht zuletzt an seinen mitreißenden Melodien und Rhythmen, die jeder noch lange vor sich hin pfiff, wenn er das Kino an der Ecke oder auch das Soldatenkino irgendwo in Europa verließ. Hier kommt Peter Igelhoff mit einem großen Potpourri aus »Wir machen Musik«. Thank you.
Das war der unvergessene Peter Igelhoff mit seinem Ensemble und einem großen Potpourri. Wie gesagt, war das Kino für uns in Belgrad ein Hauptlieferant für Musik. Und Peter Igelhoffs schöpferische Kraft schien keine Grenzen zu kennen. Er komponierte eine Filmmusik nach der anderen. Gegen Ende des Krieges, als wir Belgrader in Wien weiter produzierten und bei den uns dabei unterbrechenden Luftangriffen in unserem Heldenkeller in der Himmelfortgasse saßen, zusammen mit Lissy Waldmüller und Willi Forst, erschien da auch einmal ein Gefreiter in einer sehr grauen Uniform und schrieb sich ein paar Noten auf, während es draußen fürchterlich rumste. Das war Peter Igelhoff. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der Filmmusik. Gerade erst war der Berlin-Film angelaufen, Eine reizende Familie, mit der Musik von Frank Fuchs und Dorit Kreisler in der Hauptrolle. Da bekamen wir schon wieder ein großes Filmorchester mit Dorit Kreisler für unsere Belgrader Plattenteller. Aus dem Film Karneval der Liebe singt sie das Lied vom jungen Mann. Junger Mann, wenn Sie auch nett und charmant sind, glauben Sie mir, dass Sie längst schon erkannt sind. Denn wenn Sie zu mir doch noch so galant sind, schlägt Ihr Herz für die anderen um. Liebes Kind, das ist der Tick von euch Frauen. Warum wollt ihr uns dann immer durchschauen? Doch ich sage Ihnen ganz im Vertrauen, was Sie da glauben, stimmt nicht die Spur. Ich seh's am Gesicht, ob sein Mann die Wahrheit spricht. Ah, wie raffiniert, nächstens geh ich noch maskiert. Junger Mann, wenn Sie auch nett und charmant sind, glauben Sie mir, dass Sie längst schon erkannt sind. Denn wenn Sie zu mir auch noch so galant sind, schlägt Ihr Herz für die anderen um. Ich muss ganz offen gestehen, dass Sie wirklich nicht zum Tanzen verstehen. Warum soll man auch das Flirten umgehen, wenn man es nur nicht übertreibt? Junger Mann, wenn Sie auch nicht mehr ganz frei sind und wenn Sie mir doch nicht ganz einerlei sind, muss ich sagen, dass ich nichts mehr dabei bin, wenn es nur hübsch in Grenzen bleibt. Schlagen Sie mit ein, wir wollen Kameraden sein. Liebe kann vergehen, gute Freundschaft bleibt bestehen. Schöne Frau, ich muss ganz offen gestehen, dass Sie wirklich was vom Tanzen verstehen. Warum soll man auch das Flirten umgehen, wenn es nur hübsch in Grenzen bleibt? Nach diesem Lied, von Dorit Kreisler gesungen, nun eine Norwegerin. Das Publikum hatte eine seltsame Vorliebe für Stimmen aus dem kühlen Norden. Da gab es in Norwegen, in Kragerö, eine junge Schülerin, die bei einer Schüleraufführung solch ein Talent zeigte, dass ihre Eltern einwilligten, sie auf eine Schauspielschule zu schicken. Es dauerte nur wenige Jahre, dass sie nach Wien und dann auch nach Berlin geholt wurde. Sie spielte in Ufa, Tobis und Terra-Filmen und brachte es tatsächlich bis zum Kriegsende auf 16 Spielfilme. Ihr Name war Kirsten Hallberg, hier mit dem Lied »Komm, Zauber der Nacht«. Thank you.
die Sonne unter und die Lichter blenden auf. Bald glühen tausend Sterne und mein Herz freut sich darauf, denn ich liebe den schimmernden Glanz der Nacht. Wenn abends in der Weltstadt tausend Lichtreklamen glühen und wenn in allen Bars für uns die Lichtfontänen sprühen, naht die Stunde für mich, die mich glücklich macht. Schon am Tag hat sich mein Herz gesehnt, dass mir die Nacht heut das Leben verschönt. Komm, Zauber der Nacht, hülle uns ein, dass niemand uns sieht. Komm, Zauber der Nacht, keiner soll sehen, was jetzt geschieht. Denn die Welt braucht nicht zu wissen von des Liebsten heißen Bösen, von der Flut, mit der die Liebe selig uns macht. Komm, Zauber der Nacht, hülle uns ein in zärtlichen Traum. Komm, Zauber der Nacht, hülle mit süßem Schweigen den Raum. Zelt des Mondes Silberlicht, brauchen zwei Verliebte nicht. Darum komm herum, Zauber der Nacht. Komm, Zauber der Nacht, hülle uns ein in zärtlichen Traum. Komm, Zauber der Nacht, hülle mit süßem Schweigen den Raum. Selbst des Mondes Silberlicht brauchen zwei Verliebte nicht. Darum komm herbei, Zauber der Nacht. Auch die Wien-Film war Lieferant für eins unserer meist gewünschten Lieder. Der Komponist Anton Profes schrieb die Musik für eine Art Eisrevue. Der weiße Traum, Alda Noni, singt dieses romantische Lied vom Luftballon, begleitet von einem großen Filmorchester unter der Leitung des Komponisten. Einen bunten Luftballon, nimm ihn fest in deine Hand. Stell dir vor, er fliegt mit dir davon in ein fernes Märchenland.
kauft dir einen bunten Luftballon, sag ihm deinen Lieblingsort und er zeigt dir, eh du denkst zum Lohn, Osten, Westen, Süd und Nord. Über Wolken, wo die Sonne thront und der blaue Himmel lacht, bis zum Märchenschloss, gleich hinter Mond, wo ein Prinz dich traumhaft glücklich macht. Drum kauft dir einen bunten Luftballon und mit etwas Fantasie fliegst du in das Land der Illusion und bist glücklich wie Filmmelodie gefällig, gesungen, ja, also von einem, also erst wollte er Gärtner werden in Brünn, dann war er der vielen Pflanzen überdrüssig und schwenkte um zum Gegensatz. Er ging in die Lehre als Lehrling, als Schlosserlehrling in eine Maschinenfabrik. Ob man hier durch sein vor sich hin Summen von Melodien seine Stimme entdeckte oder ob er später bereits nach kurzer Ausbildung als Lohengrin am Stadttheater in Brünn Triumphe feierte, für uns am Belgrader Sender war er stets willkommen. Der liebe Leo Slezak mit seinem Lied »Wenn ich vergnügt bin«. Es schneit im April und zur Winterszeit, immer zu, ohne Ruhe, träum ich süß und mein Traum bist du. Doch wenn ich mein Herz auch verlor, verlier ich doch nicht den Humor. Wenn ich vergnügt bin, dann muss ich singen, tralalala, ein Lied von Liebe und von Treue. Wenn ich vergnügt bin, dann soll es klingen, tralalala, damit du hörst, wie ich mich freue. Reizendes Liebchen, bis in dein Stübchen, schick ich mein Lied, es soll dir sagen, ich bin da. Bist du genauso froh wie? Sag es mit Liedern so wie, dass du mir treu bist, tralalala. Reizendes Liebchen, bis in ein Stübchen, schick ich mein Lied, es soll dir sagen, ich bin da.
du genauso froh wie? Sag es in Lieder so wie, dass du mir treu bist, tra-la-la-la-la. Wenn man Pech hatte oder zu unrechter Zeit im Archiv des Senders Belgrad nach einer bestimmten Platte fragte, dann knurrte Willi Opitz, der Archivar, einen an: Mensch, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit, Mensch, nur such gefälligst selber oder nimm den ollen Joappa, das stimmt immer. Also, liebe Kameraden, liebe Hörerinnen und Hörer, warum denn auch nicht?